Jo, da sind wir da bei Tales of Xillia. Beim letzten Mal haben wir hier gegen den Brutaurus gekämpft, was so ziemlich den ganzen Part eingenommen hat mit den Cutscenes davor und danach und dem paar Plaudereien. Und nun wollen wir erst einmal die Gegend hier so ein kleines bisschen erforschen. Beim letzten Mal haben wir auch, oder haben einige Mitglieder des Teams Ivar zum ersten Mal kennengelernt und ja, haben direkt gesehen, was für ein schräger Vogel ist das. Und ja, Ivar ist wirklich ein ziemlich schräger Vogel. Aber trotzdem ein ziemlich witziger Charakter. Das ist so ein Typ, ja, wie soll man das sagen? So unfreiwillig lustig, sag ich mal. Der meint es eigentlich alles ernst, aber kommt halt wie ein totaler Idiot rüber. Und so, ne? Er gibt sich eigentlich Mühe, normal zu sein, aber macht dabei nur Unsinn. Davon gibt es ja immer irgendwelche Charaktere. An sich spam ich hier die ganze Zeit nur Impact Cross. Aber ich kämpfe halt immer noch weiterhin mit Elvin, weil ich ein bestimmtes, eine bestimmte Siegesanimation sehen möchte. Ah, 3 Impact Cross kann ich da machen, okay. Und immer noch nicht. Ja, und 4 haben schon mal ihr Level Up, die anderen beiden brauchen noch. Ja, ich verteile die alle einfach nachher nach der Folge oder so. Irgendwas großartig wird da eh nicht verteilt. Also wie gesagt, solche unfreiwillig komischen Charaktere gibt es ja eigentlich immer so irgendwo. Geben sich eigentlich irgendwie immer Mühe, aber naja. Klappt nicht so ganz. Aber gut, was soll man dem Ivar auch sagen, ne? Der versucht eigentlich nur irgendwie Mila zu dienen und ihr zu helfen und ist auf Jude eifersüchtig, dass Jude ja die ganze Aufmerksamkeit von Mila hat. Und er selbst, boah, die ganzen Jahre über im Mittelpunkt für sie. So mehr oder weniger. Und jetzt kam irgendwo ein dahergelaufener Junge an und hat ihm quasi seine Mila geklaut. Und Mila ist auch anscheinend lieber bei Jude als bei Ivar. Von daher, er ist schlicht und ergreifend einfach eifersüchtig. Und deswegen so wütend. Und deswegen hasst er Jude. Was die Eifersucht alles machen kann, ist echt nicht gut. Wobei dann andersrum wieder, so ein kleines bisschen Eifersucht ist an sich gar nicht mal so schlecht. Aber solange es auch nur bei dem kleinen bisschen bleibt und nicht Ivar-Niveau hat, wo man, ich sag mal, seiner Liebe die ganze Zeit hinterherläuft und, keine Ahnung, seinem Rivalen dann zum Kampf herausfordert und ihn mit Schwertern angreift. Als mal extremes Beispiel. Was Ivar aber sowieso die ganze Zeit macht. Und sich selbst Schwertern in den Kopf jagt. Sein eigenes. Was schlecht gemacht ist. Nachdem es kaputt geht, nachdem es auf einen Stein schlägt. Oh, ein starkes Monster. Moment, vielleicht kriege ich dich sogar von hinten. Ganz ruhig. Beweg dich nicht. Kratz dich nur am Hintern. Ich krieg dich noch. Yes. Wow, Hälfte runter. Na gut, die machen zumindest auch nicht viel Schaden. Bam. Ja, was haben wir denn für eine Schwäche? Ist ja eine Feuerschwäche. Na gut, das sind Goblins, ja. Auch wenn ich nicht weiß, dass ob Goblins jetzt wirklich eine. Ich hätte dann eher eine Windschwäche zugerechnet. So als Erdgoblins. Na verdammt, ich wollte da gerade noch mit ausweichen, indem ich mir nach oben gehe. Bams. Ja, und ich kriege die ganze Zeit Magieattacken ab von den Viechern. Oh, ich bin verlangsamt. Und Nummer 4 war das schon? Ne, Nummer 3 war das erst. Hier ist Nummer 4. Muss mal kurz mal gucken. Da ist das.
Und da ist... Ah, okay, da ist der Zerbruchschlag, der nach oben geht. Wie heißt die Attacke eigentlich die ganze Zeit? Arium Claw? Ich habe keine Ahnung. Und Kampf vorbei. Das Winning Quote kommt einfach nicht. Meine Güte. Das ist das genialste Winning Quote, was ich je in einem Tales-Spiel gesehen habe. Und dann kommt es einfach nicht. So, ein Schmankerl. Genau, da habt ihr mir ja auch vor einiger Zeit schon geschrieben, wie die denn früher hießen, nämlich Spezifik und Leckerei. Habe ich ganz vergessen. Also die Leckerei habe ich halt ganz vergessen. Gut, Spezifik heißt jetzt Spezial und Leckerei ist jetzt ein Schmankerl. Was? Bayerisch ist? Fragezeichen? Ich habe das Gefühl, es klingt irgendwie so in die Richtung. Könnt ihr mir sagen, ob das, ja, wohl bayerisch ist für irgendwas Leckeres zu essen? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. So, wir nehmen den einen Kampf noch mit. Wenn es dann immer noch nicht kommt, das Winning Quote, dann... Wenn wir eh jetzt noch eine Weile drauf warten müssen. Weil... Ich glaube, wir müssen jetzt gleich erstmal wieder mal eine Menge Cutscenes machen. Eine Menge... Ja, und halt eine Menge auch, ja, mal gucken. Vielleicht kriege ich sogar noch eine rein. Ja. Jawohl. Weil jetzt erstmal in der nächsten Stadt wieder mal viel Gespräche kommen und so. Die haben sogar eine Wasserresistenz. Das ist echt doof, dass es bis jetzt noch die einzige Attacke ist, die sie beide zusammen ausführen können. Aber da kommen später natürlich noch einige dazu. Wie gesagt, ich mache es an sich immer noch nur noch, damit dieses eine Winning Quote kommt, was einfach nicht kommen möchte. Komm schon, jetzt. Dann halt nicht. Ab nach Shandu. Oder auch nicht. Your combat style seems so unrefined. I prefer to call it powerful. On the battlefield, delicacy will only get you killed. In real warfare, you need guts first, power second, vigor third and fourth, and instinct fifth. You make a persuasive argument. Well, yeah. You're talking to a mercenary here. How long have you been one? Well, for as long as I can remember. When I was your age, I was already a veteran. Trust me, kid, I'm a lot wiser than I look. I've been through enough to earn it. Since your advice carries the weight of experience, I will remember it well. Aw, come on, no reason to bring your spirits down. You do your thing and let me do mine. I'll handle the heavy lifting. Yeah, okay. Ja. Ab nach Shandu. Eine sehr schöne Stadt mit einer sehr schönen Musik. So this is Shandu. Seems like a tough place to build a city. Clans have warred against each other in Azul since ancient times. Such constant conflict has led people to build cities where they can, even in places such as this. The city seems especially lively. Are they having some kind of festival? Hey, check out this cool statue! These statues represent a fusion of international spirit faith and the local tradition of ancestor worship. Or so I've read. Huh. Yep, keep your noggin pointed in that general direction. Hmm? Don't look at me. Look up! This town is infamous for falling rocks. What? Don't scare me like that! You speak as though you know the area. Been here before. Business trip. What's wrong? Hey, this place is familiar, ain't it, Ellie? Yes, it is. I think we were taken here, on our way to Hamil. Did you once live in this area? I don't know. What, huh? Where are you headed off to? Duty calls. I'll see you all in a bit. You're not much of a team player. You okay with this? Leave him be. I know he'll be back.
Let's look for those wyverns. Und er ist weg. Shandu, Ort der gefallenen Helden. Kann man da irgendwas lesen? Nee, kann er nicht. Dann wollen wir mal einfach weitergehen in die nächste Cutscene. Jo, fallende Steine everywhere. Elise, are you hurt? I'm fine. I'm not fine. I'm not fine at all. Miss Leia, please wake up. Sorry about that. I'll have you fixed right up. Rowan, you're hurt. I'm so sorry. Never fear. It is merely a flesh wound. You just worry about yourself. I'm a doctor. Let me help. Jude ist auch ein Arzt. There you go. Easy does it. Thanks so much. Miss, The name's Isla. You're gonna be fine. Take it easy, Leia. You should sit down for a while. Hmm? That's... Thanks so much, Isla. That was really kind of you. Yeah, that was very nice of you to help. Not at all. That's my job. You folks don't look like you're from around here. What brings you to town? We're searching for wyverns. We heard we might be able to find some here. Wyverns, huh? In that case, you should head across the river. You'll find some big ones in cages over there. Go and see for yourself. That's great news! Thank you for everything, Isla. I'm just glad I could help. Well, I've got to run. Take care of yourselves. Bye now. Goodbye, and thanks again! Keine 5 Minuten in der Stadt und schon fast erschlagen. So there are just rock slides from time to time? This is a really dangerous city. And yet the cliff looks stable in the area around the statues. We have to be careful here. I'll keep looking up while I walk. Ah! Careful now. You still have to look where you're going. An abundance of caution can be as dangerous as a shortfall. Right. Got it. A bum dance often can be as dangerous as a shortfall. Were you even listening? I wonder how many statues are in Shandu. Let's make a pop quiz out of it. Won't be much of a quiz if no one knows the right answer. Oh, then why don't I quiz you about the statues themselves? Like, Jude, name this famous figure. No good? Sure, why not? Let's go check them out. Ja, man sah eben schon, dass da schon nebendran ist, es wieder also eine Sidequest. So, hier wollte ich mal kurz reden. Oh, ich kann es nicht fassen, was wieder zu solch einem Steinschlag kommen konnte. Normalerweise wird alles getan, um so etwas zu vermeiden. Mila hat ja irgendjemanden weglaufen sehen. Hat das etwa jemand auf uns abgesehen? Ha? So, hier ist das Gasthaus. Genau, wurde mir... Ich glaube, mir wurde auch gesagt, ich habe im Gasthaus in Laurent anscheinend irgendwas vergessen. Deswegen gehen wir nochmal kurz dahin. Da soll es anscheinend oben auch eine Quest geben und... Oh, hallo. Hier ist auch eine Quest. Da kann ich das als was bitten? Ich möchte, dass ihr eine Opfergabe in die Tiefen der Felgana-Mine bringt. Okay. Die Opfergabe ist dieser Wein hier. Ich habe in der Mine gearbeitet, als ich noch jünger war. Ich würde es ja selbst tun, aber mein Rücken und meine Beine machen da einfach nicht mehr mit. Bitte bringt ihr in die tiefsten Tiefen der Minen. Okay. Können wir auch bald mal machen. Wobei, das kann ich auch jetzt mal eben machen, indem ich einfach mal schon mal dahin laufe. So, war hier schon... Nein, hier ist noch keine Quest. Oben wollte ich gucken in den Zimmern, weil da habe ich, glaube ich, noch nicht geschaut. Oder aber... Oh, heiliger Trank. Oder aber der Typ von eben war damit gemeint. Die ja jetzt verfügbar ist. Schauen wir trotzdem nochmal so ein bisschen. Ja, da haben wir noch eine. Mein Hobby ist Mineralien und Erze sammeln. Der Laie nennt sie Steine. Den Laurent Mine, einst Mine... Da Laurent einst eine Minenstadt war, dürfte es in der Gegend viele seltene Steine geben. Helft ihr mal nach ihnen zu suchen. Okay. Wunderbar, vor allem suche ich einen am Quarzplatz. Ihr müsst ihn einfach haben. Ich muss ihn einfach haben. Habe ich vielleicht einen dabei? Nein. Schade. Findet man aber in der Laurent-Mine ganz einfach bei den Steinen, die man kaputt machen kann.
Eventuell auch einfach erst, nachdem man... Oh, mysteriöses Juwel. Gut, dass ich mich nochmal umgeschaut habe. Eventuell auch erst, nachdem man diese Quest angenommen hat. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Wenn wir eh gerade am Ende des Parts sind, werde ich jetzt einfach mal kurz bis zum tiefsten Teil der Felganamine nochmal jetzt offscreen hingehen. Damit ich da wenigstens die Quest mal eben fix abschließe und wir sehen uns dann. Also die Quest werde ich nicht abschließen, ich gehe nur bis dahin, damit ihr das nächste Mal seht, was mit dieser Quest auf sich hat. Also dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!